Piraten erfreuten sich schon von jeher großer Beliebtheit im Filmgeschäft. Kein Wunder, dass auch die Komiker sich dieser Domäne des dramatischen Films bemächtigten. Das Publikum jener Zeiten war anspruchslos. Anspruchslos wenigstens, was die Logik der Handlung betraf. Es kam ihm nur darauf an, dass es sich vor Lachen ausschütten konnte über die unglaublichen und unmöglichen Abenteuer, die ihr komischer Held zu bestehen hatte und bestand.